Hier ist mal wieder eure Cameo-Maus, der Andreas, und heute beschäftigen wir uns nochmal mit den Schriften, wie auch beim nächsten Mal. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Textstil und mit dem Ausrichten von Text an Pfaden. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Untermenü Glyphen und Rechtschreibung und wenn mir noch irgendwas zu Texten einfällt. Lasst euch überraschen. Wenn nicht, wird es ein kurzes Video. Okay. Wie immer an dieser Stelle, ich benutze ein altes MacBook mit der neuesten Betriebssoftware, Firmware und das Silhouette Studio in der Version 4.4.552 SSBE. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich spreche das nicht nachts im Schlaf. SS steht für Silhouette Studio und BE steht für Business Edition. Und auch das spreche ich nicht im Schlaf. Ich empfehle euch, kauft euch bitte die Designer Edition, weil ihr einfach ganz viele Sachen einfacher nutzen könnt. Zum Beispiel die Sache mit den Glyphen. Ich verdiene da nichts dran. Ihr könnt machen, was ihr lustig seid. Ist nur eine Empfehlung bei Etsy. Gebt mal in den Gruppen ein, was ihr sucht. Da wird euch bestimmt jemand eine Empfehlung machen. Gut, das war's zu diesem Teil. So. Dann erinnert ihr euch noch, letzte Woche habe ich die Schrift Montserrat Alternates verzweifelt gesucht, installiert und fertig gemacht und jetzt ist sie jetzt auch da. Hatten wir letzte Woche auch schon und das sieht jetzt so aus, ich kann hier eine Schrift vorwählen, gehe dann auf mein Textarbeitswerkzeug und klicke jetzt hier rein und schreibe Hallo. Dann seht ihr, ist dieses Hallo sehr klein geworden. Ich habe hier ein sehr, sehr großes Kreuz, so ein Anfasserteil und einen grünen Rahmen. Das hat so alles seinen Sinn. Jetzt möchte ich aber erstmal die Schriftgröße haben. Ich habe da mehrere Möglichkeiten. Ich klicke die Schrift an und ich suche hier, wie das bei jeder Textverarbeitung ist. Der Teil, den wir jetzt machen, ist auch eigentlich Textverarbeitung. Suche mir hier die Größe der Schrift aus, klicke drauf und schon hat es die Größe. Das ist die eine Möglichkeit. Ich kann in den Text reinklicken, in die Bearbeitungsebene, kann alles markieren oder auch nicht. Manchmal willst du, ja, super, habe ich gut gemacht. So, ich markiere alles und sage jetzt, ich möchte noch ein Stück größer haben, 144, geht auch. Ich kann aber auch hingehen und sagen, ne, wieder in die Bearbeitung, also der grüne Rahmen heißt, ich kann den Text bearbeiten. Ich markiere die und mache die jetzt einfach mal, nur die beiden, ein bisschen größer und dann kriege ich wieder ein schickeres Schriftbild. Da kann ich also ausprobieren, wie ich das möchte. Da habe ich jegliche Möglichkeit. Die letzte Möglichkeit, die ich noch anwenden kann, das ist das Großziehen über meine Tastatur. Ich kann die aber auch einfach so drängen. Ne? Ihr seht, es geht in alle Richtungen. Ich kann sie insgesamt kleiner machen. Ich kann sie mehr so zusammendrücken. Da habt ihr also jegliche Möglichkeit. Aber ihr seht, die Schriftgröße verändert sich hier überhaupt nicht. Ich kann jetzt also zum Beispiel hingehen, gehe mal irgendwo auf 36, 14. Sehr schön. So, jetzt klicke ich das an und ziehe das größer. Dann seht ihr, tut sich hier gar nichts. Egal wie groß und wie klein ich das mache, es tut sich gar nichts, weil hier ist der voreingestellte Wert. Nur hier oben, da könnt ihr den entsprechenden Wert sehen. Wenn ich jetzt größer ziehe, seht ihr, wird es da auch größer. Ich kann da auch Zahlen eingeben. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen 100, dann springt er genau auf die richtige Größe. Hier oben werden euch nämlich immer ein paar Werkzeuge, die man recht häufig benutzt. Die Vorauswahl trifft in diesem Fall Silhouette America. Kann man ein paar Werkzeuge aus dieser Leiste hier oben einfach finden, die man, wo man einfach mal schnell dran kann. Damit man nicht immer erst ins Menü und dann, also hier zum Beispiel ausrichten, kommt man zack drauf oder man hat einzelne Sachen. Völlig egal. Ist aber auch immer abhängig davon, was ihr gerade für eine Funktion habt. Hier ist es jetzt wichtig. So. Was kann man noch alles machen? Machen wir erstmal, das kommt gleich zum Schluss. Warum der grün und warum da dieser Pfeil ist. Was man noch machen kann, gilt aber bei allen Sachen. Ihr könnt diesen Anfasser hier rausziehen
und den Text dann um diesen Anfasser herum bewegen. Das geht nach oben, das geht auch, den könnt ihr auch nach rechts bewegen. Also da könnt ihr, seid ihr völlig frei. Da könnt ihr den Text bewegen, wie ihr wollt. Gut, das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, wir haben geklärt, wofür das ist. Wir haben geklärt, wofür der Anfasser ist. Ich kann ja natürlich auch da dahin zurückschicken. Na, und jetzt dreht sich der Text einfach um die Mitte des Textes selber. Und jetzt, was habe ich denn eingestellt? Ich habe meine Schrift eingestellt. Montserrat Alternates. So, wie mache ich das? Am einfachsten ist, ich erkläre es euch hier. Es gibt häufig benutzt. Das sind also Untermenüs. Häufig benutzt, das sind die Schriften, die ich jetzt am häufigsten benutze. Kürzlich benutzt ist natürlich alles, was ich gerade ebenso mal benutzt habe. Und das sind all meine Schriftarten. So, ihr seht, das ist eine Menge. Ich brauche euch die jetzt auch nicht alle zeigen. Da finde ich die Sachen. Es gibt wohl noch irgendwie die Möglichkeit, sich, oder gab die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob sie es wieder abgeschafft haben, sich anzuzeigen, welche Schriften man kommerziell nutzen kann. Ich weiß noch nicht, ob das für alle Schriften gilt oder ob das nur für die Schriften gilt, die ich direkt bei Silhouette America kaufe. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Also ich kann es nicht finden. Das muss auch mit der Basisversion scheinbar gehen. So, was können wir noch machen? Ich habe dafür was vorbereitet. Wir können ein bisschen mit dem Text rumspielen. Und zwar habe ich mir jetzt die Schrift ausgesucht, American Typewriter. Ich kann die fett schreiben oder auch nicht. Ich kann die Italic schreiben. Nein, kann ich nicht. Ihr seht, das ist ausgegraut. Da kann ich klicken, was ich will. Da passiert nichts. Aber ich kann sie noch unterstreichen. Jetzt könnte man ja denken, ups, das war's mit dieser Schrift. Nein, ist nicht so. Es gibt noch die Möglichkeit, ich klicke sie noch einmal kurz an, gehe hier auf dieses Untermenü und dann seht ihr, ich habe hier noch ein paar Möglichkeiten mehr. Wenn ihr euch an letzte Woche erinnert, haben wir noch die Schrift Montserrat Dingsbums da runtergeladen. Und da waren noch ganz viele einzelne, ja, Schriftsätze. Also es war die gleiche Schrift, aber die waren in Italic, also schräg gestellt. Die waren dick geschrieben. Und diese Sachen werden jetzt hier zusammengefasst. Also die Schrift heißt American Typewriter. Und die Unterschriften, also die Unterschriftarten, nicht die Unterschriften, sondern die Unterschriftarten, könnt ihr hier finden. Wenn ich jetzt darauf klicke, dann geht es in diese Version. Sage ich, ich möchte es light, dann wird es ganz dünn. Das sind also die verschiedenen, das ist regulär, das ist das, wie sie sonst immer kommen. Das funktioniert über dieses kleine, unscheinbare Dreieck. Wenn ihr also mal so Schriften installiert, so 5, 6, 7, 8 zusammengehörende zu einer American Typewriter zum Beispiel Schrift und ihr findet sie nicht wieder, dann guckt mal nach, ob ihr die vielleicht hier findet. Zwischendurch, falls ihr denkt, der Alte ist zu blöd zum Schreiben, nein, das ist absichtlich so. Da reden wir dann nächste Woche nochmal drüber, wenn es hier um die Rechtschreibfunktion geht. So, dann haben wir noch, wie bei jedem guten Textverarbeitungsprogramm, die Möglichkeit, den Text links auszurichten, mittig auszurichten, rechts auszurichten, im Block auszurichten. Ihr seht, das wird versucht, alles in einen Block zu schreiben, finde ich mit am hässlichsten, aber bei manchen Sachen ist es gut. Und ich habe die Möglichkeit, die Schrift auch in die Senkrechte zu drehen. Also ich benötige immer erst die Waagerechte zum Schreiben und wenn ich dann alles fertig habe, gehe ich in die Senkrechte bei solchen Sachen. Das waren die Sachen, die ich jetzt hier sehe. So, was kann ich noch machen? Es gibt noch eine wichtige Funktion, das werdet ihr gleich sehen. Das ist einmal der Zeilenabstand, den kennt ihr auch. So, jetzt will ich den wieder auf 100 haben. Ui, wenn ich zu klein werde, hängt alles ineinander. Kann ich jetzt hier wieder ausprobieren. Ich kann aber auch einfach hier hinten Doppelklick machen, 100 eingeben. Und der Text ist, wie er war. Dasselbe gilt für den Zeichenabstand. Ich kann ihn vergrößern. Ich kann ihn ganz klein machen, sodass es fast nur noch ein Buchstabe ist. Wenn ich wieder zurück will, Steuerung Z oder aber auch einfach Doppelklick links, 100 und ich bin wieder im selben Zustand wie vorher. Gut, das war das zum Zeichenabstand und Zeilenabstand. Zeichenabstand, kommen wir gleich nochmal zu, kann man ganz gut gebrauchen bei einer
Funktion des Silhouette Studios. Jetzt haben wir noch die Unterschneidung. Jetzt ohne Scheiße, ich mache das Video jetzt heute nicht das erste Mal. Diese Unterschneidung will nicht so funktionieren, wie ich das wohl will. Also guckt genau hin, es passiert wahrscheinlich nur ein einziges Mal. Ihr müsst einfach darauf achten, dieses T und dieses A, die sind jetzt so fast übereinander. Also dass das A unter dem T steht. Wenn ich jetzt die Unterschneidung ausmache, ich muss natürlich erst den Text einmal markieren, dann springt das auseinander. Weil, das nennt man Unterschneidung, das T, wenn das A da drunter steht, unterschneidet es in der Druckersprache das T. Schalte ich das aus, dann springen die Buchstaben auseinander. Sieht aber wieder nicht mehr so schick aus. Und jetzt kommt der Trick. Wahrscheinlich funktioniert es, wenn ich jetzt draufklicke. Ja, es funktioniert, juhu. Springt es zusammen und es sieht designtechnisch einfach ein bisschen schicker aus. Das ist die Unterschneidung. So. Und jetzt kommen wir zu einer Sache. Wir machen mal das Hallo weg. Wir nehmen mal mein Cameo Maus. Cameo Maus. So, ich mache die ein bisschen größer, weil so gefällt es mir nicht. Ich benutze meistens einfach nur diese Funktion, weil ich weiß ja gar nicht, wie groß sie ist, weil ich bin ein optischer Mensch bei solchen Sachen. So, und jetzt mache ich einen Doppelklick da drauf. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was mache ich mit diesem Kreuz? Ich hole mir mal ein paar grafische Sachen unter. Ich nehme einmal das und ich nehme mir... Okay, ich nehme den und ziehe mir den einfach rein. Dann brauchen wir nicht viel rumexperimentieren. Und zwar ist das eine super geile Funktion, und zwar Text an Pfaden ausrichten. Das ist jetzt gleich ein Pfad für diesen Text. Wenn ich da doppelt klicke oder so lange klicke, manchmal auch öfter, bis der grüne Rahmen erscheint und ich diesen Anfasser habe, kann ich jetzt hingehen und kann diesen Text, ich gehe mal um den Stern rum erstmal, ich will den Kreis haben und kann den so auf den Kreis ziehen. Ich kann den positionieren, wie ich möchte. Ich kann aber auch versuchen, in den Kreis zu kommen. Es ist, also bei mir hakt es, ich weiß nicht, ob andere Erfahrungen gemacht haben. Wir müssen natürlich immer erst lösen. Hat funktioniert. Und dann könnt ihr den da drauf lassen. So. Und jetzt seht ihr, wo man unter Umständen dieses mit dem Buchstaben, mit dem Zeichenabstand brauchen kann. Ihr seht, dass das jetzt hier ineinander kippt. Die Buchstaben kippen durch dann den Kreis. Wenn ich jetzt hier hingehe und ändere den Zeichenabstand, dann ziehe ich die Buchstaben auseinander. Ich muss dann natürlich ein bisschen nachkorrigieren, wenn ich den so haben will wie gerade. Na? Und dann sieht das verdammt schick aus. Das ist erstmal der erste Teil. So, jetzt kann ich noch hingehen und kann mit diesem Anfasser den Text entweder weiter rein oder weiter aus diesem Kreis heraus platzieren. Okay, ich will den aber weiter drin haben. Hier kann ich jetzt auch den Text noch verändern. Ich kann jetzt noch einen Buchstaben reinmachen, ich kann auch einen Buchstaben wieder rauslöschen. Bis dahin alles gut. Wenn ich jetzt aber den Kreis hier wegziehe, dann bleibt das auch so. Aber ich habe den Kreis da. Ich möchte jetzt diese Schrift, da gehe ich einfach hin, markiere die und mache mir die jetzt zu einem Pfad. Also wenn ich fertig bin, wenn ich sicher bin, so soll es bleiben. Jetzt gehe ich einfach hin und mache daraus einen Pfad. Zum Pfad konvertieren. So, und jetzt habe ich wieder den Kreis, den kann ich weglegen. Und ich habe den Text, so wie ich ihn haben wollte, nur kann ich diesen Text jetzt nicht mehr bearbeiten. Da komme ich nicht mehr rein, das ist ein Pfad. Okay? Pfade sind bei der Textverarbeitung der Tod der Änderung sozusagen. So kann man sich das merken. Man kann dann nichts mehr ändern. Gut, ich habe mit Steuerung Z oder bei euch, ne, bei mir... Command Z, bei euch Steuerung Z, das Ganze wieder geändert. Und jetzt kann ich den anfassen. Kann das auch genauso gut hier auf dem Stern machen. Jetzt muss ich nur gucken, außen dran kommen. Ja, manchmal ist das so eine Bastelei. Also das verspringt irgendwie seltsamerweise meistens genauso, wie ich es nicht will. Also wenn ich außen dran will,
dann springt er drinnen dran und umgekehrt. Egal. Und hier kann ich jetzt das Ganze noch so ein bisschen platzieren. Ich kann jetzt auch mit diesem Zeichenabstand noch ein bisschen platzieren, ob das O da oben bleibt oder ich kann den noch ein bisschen da zur Kante ziehen jetzt hier. So. Und dann habe ich das Cameo da oben stehen und das Maus da. Und so kann ich das problemlos machen. Jetzt gehe ich wieder drauf, sage zum Pfad konvertieren. Und dann kann ich den wegnehmen und die Schrift bleibt einfach so. Gut. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können. Es hat euch ein bisschen amüsiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst mir doch bitte einen Daumen hoch, ein Abo oder vielleicht die Glocke an. Und ansonsten bleibt gesund und mir als Zuschauer erhalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Cameo-Maus, der Andreas.